herzlich willkommen zur 10. Folge der Reihe Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und auch in diesem Teil habe ich jetzt hier tatkräftige Unterstützung von Jörg, der sogar das Privileg hat, sich den Titel für diese Folge auszudenken, damit er jetzt auch mal diesmal als Autor quasi zum Zuge kommt. Hallo Jörg, moin moin. Ach, nur weil ich jetzt letztes Mal einen anderen Titel gesagt hatte und du dann einen anderen genommen hast. Ja. Weißt du, im Grunde ist mir das egal, wie die Videos heißen. Wir machen hier keine Clickbait-Titelbilder, wir machen keine Clickbait-Titel. Uns geht es um die Wahrheit. Und wenn die natürlich aufgrund der Titelgebung den einen oder anderen vielleicht mal animiert, dieses Video anzuschauen, was er sonst vielleicht nicht gemacht hätte, dann schön. Aber davon wird die Welt jetzt auch nicht besser. Also im Grunde kann man das eben auch nennen, was sagt die Bibel über reale Verschwörungen, Teil 10. Und das ist in diesem Fall jetzt oder Teil 9, worüber wir gerade sprechen. Und dann wäre das auch gut und schön. Es geht ja nicht darum, da irgendwelche Titel sich auszudenken. Und vielleicht fällt mir hierfür einer ein. Ja, wir wollen mal gucken. Aber das Wichtige ist, dass dieses Thema mal behandelt wird und dass man eben vor allen Dingen versteht, dass in dieser Welt alles, was wir machen, was wir sagen, was wir lesen, alles ist schon mal da gewesen und alles steht bereits in der Bibel niedergeschrieben. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Wir haben da ein paar Zitate rausgesucht. Es gibt noch einige Zitate, die wir selbst noch gar nicht besprochen haben aus der Bibel. Und die Bibel ist ganz deutlich darüber, dass es eben Verschwörungen gibt. Wenn die Welt dann eben alles als Verschwörungstheorie abtut und diejenigen, die sich damit beschäftigen, als Aluhutträger und Querdenker und Nazis und was weiß ich nicht alles betitelt und klar macht, ja gut, dann ist das Problem dieser Welt. Aber wir wissen ja sowieso, dass diese Welt ein ganz großes Problem hat, weil die Bibel sagt, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. So, und wen möchte ich denn zum Freund haben? Die Welt oder den, der mich gemacht hat? Also meine Entscheidung darüber ist ganz klar. Michael seine Entscheidung auch. Und von euch, ja, das ist natürlich so, dass viele diese Videos sehen, diese Entscheidung auch bereits gemacht haben. Und viele andere sagen von, oh, die Bibel, das ist doch ein Buch geschrieben von so vielen verschiedenen Menschen und da ist alles Betrug und dies und das und jenes. Ja, der natürliche Mensch hat kein Verständnis der geistigen Themen, der geistigen Dinge. Das sagt die Bibel auch. Und deswegen gibt es Leute, die können die Bibel lesen, die können sie von morgens bis mittags lesen oder von 12 bis Mitternacht oder wie auch immer. Und sie werden sie nie verstehen. Und solchen Leute können wir auch mit diesen Videos hier nicht helfen. Nur, ich denke, dass diese Serie darüber helfen soll, den Leuten, die sich da sowieso schon mit beschäftigen, anderen Leuten vielleicht noch was extra Argumente zu geben oder Fragen aufzuwerfen. Wisst ihr, wenn man über solche Dinge spricht wie Kennedy, dann erreicht man viel mehr damit, wenn man den Menschen Fragen stellt, als wenn man irgendwelche Vorträge hält. Aber wenn ihr Fragen stellt, dann müsst ihr auch die Antworten wissen. Und die Antworten hat Michael recherchiert und deswegen gehen wir jetzt hier in den 10. Teil. Bitte schön, Bruder. Das ist der Papst Pius XII., der sehr freundlich zu dem Präsidenten Eisenhower war. Wir reden jetzt hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat eben den Präsidenten auch überhaupt nicht verdammt oder irgendwie gerügt, dass er die Briten dann eben aus Suez oder aus Ägypten, wie auch immer ihr wollt, da rausgezwungen hat. Ob jetzt militärisch oder diplomatisch, spielt das keine Rolle. Einer der engsten Freunde von ihm war der Kardinal Spellman, der sogenannte amerikanische Papst. Klar, gibt nur einen weißen Papst oder weiß-rot, wie man jetzt so will. Aber sein Stellvertreter, wenn man so will, in den Vereinigten Staaten war eben Kardinal Spellman. Und wenn ihr es denkt, der kommt jetzt, habt ihr euch getäuscht. Ich wollte nur kurz sagen, in dem Artikel ist der Papst Pius XII. Benannt und der hat mit Deutschland einiges zu tun. Vatikan und Deutsches Reich unterzeichnen das sogenannte Reichskonkordat. Am 20. Juli 1933 unterzeichnet der deutsche Vizekanzler Franz von Papen und der vatikanische Kardinalsstaatssekretär und spätere Papst Pius, nämlich ausgerechnet im Jahre 1939 Papst geworden, Eugenio Pacelli, das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deutschen Reich. Es ist, und jetzt aufgepasst, bis heute geltendes Recht. Und regelt das Verhältnis zwischen Staat und katholischer Glaubensgemeinschaft. Also wer das glaubt. Der Treueeid, der hier abgedruckt wird, in dieser Seite, ne, BPB, das ist eine offizielle Seite, heißt: Vor Gott und auf die heiligen Evangelien schwöre und verspreche ich, so wie
es einem Bischof geziemt, dem Deutschen Reich und dem Lande Treue. Ich schwöre und verspreche, die verfassungsmäßig gebildete Regierung zu achten und von meinem Klerus achten zu lassen. In der pflichtgemäßen Sorge um das Wohl und das Interesse des deutschen Staatswesens werde ich in Ausübung des mir übertragenen geistlichen Amtes jeden Schaden zu verhüten trachten, der es bedrohen könnte. Vor Gott und auf die heiligen Evangelien. Das ist das Bild zu diesem Konkordatsvertrag. Da seht ihr genau den Eugenio Pacelli, damals Nunzio, also quasi, wenn man so will, ein Botschafter. Also auch eine Funktion, wenn man so will, ein Botschafter des Vatikans in Deutschland. Wo habt ihr da die Verbindung? Zu diesem Eid nochmal ganz kurz, wenn du nochmal kurz hochscrollst. Mhm. Wenn er dann auf die Evangelien schwört, dann ist es ja schade, dass er die Evangelien nicht kennt. Weil in den Evangelien steht drin, dass er nicht schwören soll. Ja, natürlich. Das... Also, ja, ja. Ich meine, dieser Hypokritismus oder wie nennt man das, diese Scheinheiligkeit, ne? Also, dass die Leute das nicht merken, wenn sie sowas mal irgendwo lesen, das fasse ich schon nicht mehr. Ja, aber ich fand ihn so interessant, deswegen wollte ich ihn hier behandeln, weil man muss ja wirklich schauen, der Vatikan ist ein Staat. Und wir hatten ja in einer der letzten Folgen auch den Sir Francis Rooney, der ja dann auch dementsprechend der amerikanische Botschafter gewesen ist. Und jetzt hatten wir den Kennedy als Botschafter in England und hier haben wir jetzt den Botschafter des Vatikans in Deutschland, Eugenio Pacelli, der später was geworden ist? Papst. Also wenn ihr so wollt, ihr wählt ihn jetzt, übertrieben gesagt oder untertrieben eigentlich gesagt, der Präsident des Vatikans. Also hier ist beispielsweise ein Botschafter, der aus dem Vatikan kommt und dann in Deutschland gelandet ist und mit Deutschland den Reichskonkordatvertrag geschlossen hat, ist dann später Papst geworden. Naja, er war Nunzio vorher und war dann später Staatssekretär im Vatikan. Und in der Funktion hat er, glaube ich, den Konkordat unterschrieben, ne? Ja, aber dennoch war er Nunzio vorher gewesen. Das heißt, er hat war zu der Zeit der Unterzeichnung. Ja, aber der hat sich, er ist als Botschafter später Präsident geworden. Dass er eine Zwischenstation gemacht hat, geschenkt. Aber der Punkt, den ich jetzt machen wollte, ist, er hat hier im Auftrag eines anderen Staates unterschrieben. Und damit ist er natürlich auch ein Botschafter gewesen vorher. Das heißt, wenn er ein Botschafter gewesen ist, wenn er die letzte Sendung verfolgt hat, was ist er dann? Ein Geheimnisträger. Darum geht's ja. Propaganda fide. Naja, mir ging es halt nur darum, dass wenn man in diesem Eidspruch die Evangelien nennt und halt die Evangelien nicht kennt, sonst würde man da ja nicht drauf schwören. Ja, aber wie gesagt, das ist hier eben der Kardinalstaatssekretär Pacelli, der spätere Papst Pius XII. Also Hitlers Papst nennt man ihn ja auch. Der ja auch dann beispielsweise damals nicht so den Holocaust wirklich verhindert hat, ne? Um das mal jetzt nach außen hin so zu sagen. Und vor allen Dingen damals auch vatikanische Rattenlinien gab und so weiter. Also im Endeffekt Hitlers Papst, da gibt es interessante Bücher drüber, aber da gehen wir jetzt wirklich nicht ein. Ich wollte nur rausstellen, das wäre mal hier ein Botschafter gewesen. Und damit haben wir natürlich direkt wieder die Verbindung, dass der eine ähnliche Funktion mal gehabt hat, ein paar Jahre vorher, wie der Kennedy ein paar Jahre später. Gut, hier sitzt der Franz von Papen, der damals dann Vizekanzler oder, wenn wir so wollen, rechte Hand von Adolf Hitler gewesen ist. Mitgliedschaft und kirchliche Ehren von dem Herrn Papen. Papen war Mitglieder des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem und Ritter des Malteserordens. Damit ist er SMOM, Sovereign Military Order of Malta. Ne? Damit sind wir bei derselben Vereinigung, die den CIA gegründet hat. Das ist jetzt hier so ein paar Jahre vor der Gründung des CIAs und vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ne? United States of America. Intelligence heißt Geheimdienst, ne? Heißt nicht Schlauheit. Ne? Okay, also wie gesagt, das ist dieselbe Geschichte in Grün. Ne? Ritter des Malteserordens ist Sovereign Military Order of Malta. Und die haben wiederum den CIA, wenn man so will, gegründet. Mit einem anderen Geheimdienstträger aus Deutschland, dem Reinhard Gehlen. Aber wenn wir das jetzt alles, dann hört die Sendung nie mehr auf. 1923 ernannte der Papst Pius XI., also der Vorgänger sozusagen, den Herrn Papen oder von Papen, also der war ja schon Adel, von Papen ist ja ein niederer Adel in Deutschland, von, genau wie in niederländisch van oder of im Englischen, zum päpstlichen Geheimkämmerer. Diese Ehrung wurde dann von dem Papst Pius, der ausgerechnet mit ihm den Vertrag unterschrieben hat, nicht bestätigt. Interessant, ne? 1939, warum wohl auch? Da Papen versäumt hatte, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Also wer das glaubt, das ist doch klar, wenn nach außen hin jetzt da der Krieg tobt 1939 und der Papst ist nur ganz kurz vor dem Krieg da gewählt worden, dass man dann nicht unbedingt einen offiziellen Geheimkämmerervertrag mit dem
dann zwar nicht mehr Stellvertreter, aber mit dem ehemaligen Stellvertreter vom Diktator dann schließt. Also so offensichtlich wollte sich die Kirche anscheinend dann doch nicht in der Politik dann reinstricken. Aber dann 1959, wo der Krieg 14 Jahre vorbei war, hat eben der Papst Johannes Paul XXIII. Die Ernennung dann wiederholt. Interessant. Also, wer da nicht zwischen den Zeilen lesen kann, dann weiß ich da auch nicht. Ne? Hier ein Bild aus guten Zeiten für den Herrn von Papen. Und wer ist der wichtigste Mann hier? Ganz klar, oder? Von der Hierarchie. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu rätseln. Und dass die alle nichts gewusst haben, hat damit zu tun, dass die alle anscheinend jetzt einen gewissen Gruß machen, der allerdings der römische Gruß ist. Ich habe da auch eine Sendung zugemacht, weiß nicht, ob die schon raus ist, wenn ich da dementsprechend ja diese Sendung sehe. Aber das ist der römische Gruß. Das ist der später dann missbraucht worden sozusagen. Oder naja, wenn man es weiß, sieht man auch da die Verbindung. Aber wenn man es nicht sehen will, sieht man sie nicht. Die Webseite behauptet, dass eben diesem Papst Pius XII., der die Cup of Borgia gegeben worden ist. Cup of Borgia, die Borgia-Familie hat damals Päpste gestellt. Und es gibt hier so eine Anekdote, dass eben der Cup of Borgia hieße, dass jemand eine vergiftete Flüssigkeit bekäme, der eben dann darauf dann stirbt. Das hat mit dem Tod von Rodrigo Borgia zu tun. Aber das ist eine Behauptung, ich bin da nicht reingegangen. Die Webseite behauptet einiges, hat mir aber interessante Schlüsse gegeben, wie ich jetzt hier in der Chronologie weiterverfahren kann. Ne? Das ist unser Papst, Hitlers Papst, wenn wir so wollen, hat fast 20 Jahre regiert. Wenn man davon regieren sprechen will. Okay. Der Papst, der darauf gefolgt ist, 1958, heißt Papst Pope John, also Johannes der 23. Der ist von 58 bis 63 Papst gewesen. Also zu dem Zeitpunkt, wo der Wahlkampf um das amerikanische Präsidentenamt, wo John F. Kennedy sich beworben hat für die Demokraten, da getobt hat. Die Webseite sagt jetzt: Der Papst wurde ersetzt durch den britischen Geheimagenten Angelo Roncalli alias Papst John und so weiter, der 23. Ich habe das nicht geprüft, ich habe da auch keine Zeit zu. Das sind natürlich alles Geheimnisträger, das ist ja mal ganz, ganz klar. Und interessant finde ich dann jetzt nur folgende Anekdote. Roncallis lächelndes Gesicht und seine freundliche Miene haben unglaublich dazu geholfen, aber haben dazu geholfen, die Angst der amerikanischen Wähler vor Kennedy, dem Katholiken, zu schmälern. Ich meine, wenn ihr euch die Physis anguckt jetzt hier von den beiden Päpsten oder die Mimik von den beiden Päpsten, dann ist, glaube ich, er jetzt hier doch ein bisschen väterlicher aufgestellt. Ne? Da kommen wir aber dann später zu. Es gab dann so Slogans im Wahlkampf, dass die Leute dann gesagt haben, ja, John und John. Ne? Also Papst John und John F. Kennedy. Kommen wir gleich zu. Die Webseite behauptet Folgendes, dass Churchill hat gesagt, dass der Kennedy nicht lange lebt, weil er eben physisch ziemlich schwach war und dass also nur aufgrund von Churchill und dem Geheimdienst der Jack Kennedy eingeschworen werden würde. Das ist völliger Müll. Ich wollte schon ein amerikanisches Wort sagen, habe ich gerade noch geschafft. Es ist völliger Müll aus dem ganz einfachen Grunde, weil nicht der englische Geheimdienst die Welt beherrscht, sondern ganz andere Dinge im Hintergrund. Und ihr habt ja schon gehört, welche Dinge das sind. Bei seiner Antrittsrede hat Präsident Kennedy diese englischen Zeilen gesprochen. Und diese Übersetzung in Deutsch lautet wie folgt: Jede Nation soll wissen, ob sie uns wohl oder übel gestimmt ist, dass wir jeden Preis zahlen, jede Last tragen, jede Not ertragen, jeden Freund unterstützen und jeden Feind bekämpfen werden, um das Überleben und den Erfolg der Freiheit zu sichern. Die hat stattgefunden am 20.01.61. Heißt, der John F. Kennedy war ungefähr 2 Jahre und 10 Monate im Amt. Die 2 Tage, die schenken wir uns jetzt. Winston Churchill und die Kennedys. Der Herr Kennedy hat dann auch im April 63 die amerikanische Bürgerschaft, also die amerikanische Staatsbürgerschaft, dem Winston Churchill geschenkt. Und entgegengenommen hat die übrigens der Sohn von dem Herrn Churchill, der Randolph Churchill, der dann später angefangen hatte, eine Biografie bei seinem Vater zu machen, die er aber aus welchen Gründen auch immer, da gibt es auch verschiedene Spekulationen, nicht vollendet hat. Und Churchill ist auch bekannt dafür, dass er wohl mal irgendwie vorgeschlagen hätte, einfach die
Moskau eine Atombombe dann mal eben zu platzieren, um die etwas kopflos zu machen, die ganzen Menschen. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema. Unser Thema ist Kennedy und der Wahlkampf und die Religion. Nächste Quelle. Wir haben Geschäft und Politik und dann haben wir auch die Mafia. Ja, das ist eine große Industrie, die eben dann unglaubliche Billions, heißt ja Milliarden jetzt in Deutsch, ja, die eben dann jetzt hier Milliarden von Dollar und so weiter an Steuern zahlt. Joe Kennedy hat sich an sie gewandt, um seinen Sohn John F. Kennedy, genannt Jack, wählen zu lassen oder die Wahl zu gelingen. Und dann ist er hinter ihnen hergegangen und hat angefangen, sie zu verfolgen, indem er eben den anderen Bruder, und hiermit ist natürlich Robert Kennedy, Bobby Kennedy gemeint, als Generalstaatsanwalt, die dann zu verfolgen. Schau dir die ganze Damage an, schau dir den ganzen Schaden an, die diese kurzsichtige Weise und so weiter, das eben zu der Mafia, also zu der Familie dann eben geführt hat. Und das führt uns dann auch zu der eigenen CIA, zu dem eigenen Geheimdienst. Wir sind an einer Spitze einer Pyramide. Ich werde jetzt noch nicht offenlegen, wo das herkommt, aber es war um die Wahl von Kennedy einiges los. Einiges los. Einiges los. Ja. Mit Nelson Rockefeller zum Beispiel, der nach der Ermordung eben einen Verfassungszusatz eingeführt hatte, der 25. und Rockefeller-Zusatz genannt wurde. Ich habe da aber noch keine Zeit für gehabt, aber ich meine, der Name selber sollte eigentlich dann schon eine kleine Alarmglocke wert sein, ne? So, das ist jetzt nicht wichtig, das überspringen wir jetzt. Ja, das ist die Geschichte jetzt hier mit dem Sohn von Churchill. Ein furchtloser Schreiber hatte eben unglaublich viele Informationen über die Kennedys und er wollte darüber eine wahre Biografie der Geschichte schreiben, aber die wäre niemals veröffentlicht worden, denn der Herr Randolph hatte einen frühzeitigen Tod in 1968. Und der Rest seiner ganzen Mammutprojektes, die hat dann wohl jemand anderes abgedeckt, sein Rechercheassistent Martin Gilbert. Aber das ist jetzt alles nur das, was die Webseite mir jetzt hier verrät. Die Webseite sagt oder behauptet, dass der englische Premierminister Macmillan dann eben auch das Okay für den Anschlag auf Kennedy gemacht hat. Das heißt, man hat jetzt hier Tausende von Menschen, die ein Motiv gehabt haben. Aber ich sage euch eins, das kommt ganz anders, als man denkt, wenn man sieht, wie das durchgeführt worden ist. Da geht es die Geschichte mit dem nächsten Spion, der zum Zeitpunkt der Präsidentschaft von Kennedy eben dann der britische Botschafter in England gewesen ist. Also genau umgekehrt, ne? Kennedy Papa war der amerikanische Botschafter in England und das ist jetzt hier der englische Botschafter in den Vereinigten Staaten. Okay. Interessant ist jetzt Folgendes: Der älteste Sohn von Joe Patrick Kennedy, dem Botschafter, der ist bei einer Top-Secret-Mission ums Leben gekommen. Man kann spekulieren, ob da noch andere Dinge im Hintergrund ist, aber wir wissen definitiv, dass John F. Kennedy, hier ein Bild aus jüngeren Tagen, seinen Bruder überlebt hat. Und jetzt kommt's. Nach dem Tod des Bruders war es nun John F. Kennedys Aufgabe, sich politisch zu engagieren mit dem Ziel, Präsident zu werden. Diesen Anspruch hatte sein Vater Joseph vorher an seinen verstorbenen Bruder gestellt. 1945 arbeitete Kennedy zunächst als Journalist und berichtete von der Gründungskonferenz der Vereinten Nationen in San Francisco und der Potsdamer Konferenz. Also hier die Vereinten Nationen sind natürlich in New York dann, aber egal, ich wollte es nur mal sagen. Ein Jahr später bewarb sich Kennedy mit beträchtlicher finanzieller Unterstützung durch seinen Vater, logischerweise Money, 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 wissen wir ja schon, um einen Sitz im amerikanischen Repräsentantenhaus. Am 26. Dezember 1946 war Frank Sinatra auch ein engagierter Entertainer auf der Havanna-Konferenz der Mafia und mit ihnen assoziierte Gangster, zu denen Lucky Luciano und Meyer Lansky gebeten hatten. Die Mafia von Chicago und deren Boss Sam Giancana, der hat übrigens einige Verbindungen zu dem Attentat, setzten sich für das Erreichen eines positiven Ergebnisses für Kennedy bei den Vorwahlen im Bundesstaat West Virginia ein. Die Mobster hofften wohl, Sinatra und seine Kontakte zu John F. Kennedy nutzen zu können, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Sinatra hatte im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 1960 Kennedys offizielles Wahlkampflied High Hopes gesungen. Also, große Hoffnung heißt das.
Historiker bezweifeln jedoch wesentliche Auswirkungen der Wahlkampfspende. So ist es unter anderem unklar, ob Kennedy von den Spenden wusste. Zudem hätte auch ein Sieg des Gegenkandidaten von Kennedy in Illinois, Richard Nixon, nicht dazu geführt, dass letzterer die Nominierung gewonnen hätte. Auch hatte Sinatra einen Teil seines Einkommens unter anderem in Las Vegas und am Lake Tahoe angelegt, zwei Glücksspielmetropolen im Bundesstaat Nevada, in denen zweifellos die Cosa Nostra aktiv war. Sinatra verlor deswegen zeitweilig seine Lizenz, eigene Casinos betreiben zu dürfen. Die Rheinische Post, ein lokales Blatt bei uns hier, macht ein Interview publik mit der Tochter von Kennedy. Sängerlegende Frank Sinatra hat nach Angaben seiner jüngsten Tochter seine Mafia-Kontakte genutzt, um den späteren amerikanischen Präsidenten Kennedy den Weg ins Weiße Haus zu ebnen. Sie sagt hier, Tina Sinatra sagt, ihr Vater habe auf Wunsch von Kennedys Vater gehandelt. Guck mal, interessant. Da wissen wir ja schon, dass der entsprechende Verbindung hatte, denn der war ja, millionenschwerer Schmuggler. Er habe ihn gebeten, bei den entscheidenden Vorwahlen im Bundesstaat West Virginia die Stimme der Gewerkschaftler für John F. Kennedy zu sichern. Sinatra habe daraufhin voller Eifer Mafia-Boss Cem Giancana in Chicago angerufen. Giancana habe versprochen zu helfen und erklärte, er regle das Ganze mit ein paar Anrufen. Kennedy gewann die Vorwahl 1960 und später dann die Präsidentschaftswahlen. Das ist genau dieser Moment. So viel mal eben dazu. Also im Hintergrund war es so, dass Kennedy schon die Gunst hatte der Mafia und der war ja auch früher im Alkoholschmuggel und Prohibition alles verwickelt, der Papa von ihm. Und er hat die Kontakte genutzt, um seinen Sohn weiter den Weg ins Weiße Haus zu ebnen. Nachher ist die dann verfolgt worden, die Mafia, von seinem Bruder, weswegen die dann natürlich dann auch verdächtig ist, irgendetwas in dem Attentat zu tun zu haben, was dann gegenüber Kennedy, John F., ausgeführt worden ist. Bei dem Wahlkampf gab es am 26. September zu einem Fernsehduell der Präsidentschaftskandidaten, das von rund 70 Millionen Zuschauern gesehen wurde und das Kennedy zu seinen Gunsten nutzen konnte, auch weil er ausgeruhter und gepflegter aussah als sein Konkurrent Richard Nixon, der nicht in die Maske gegangen war. Man muss solche Sätze einfach lesen. Warum war der nicht in die Maske gegangen? Das ist kein Zufall, glaube ich. Aber das ist ja durchaus nur eine Verschwörungstheorie. Ne? So, jetzt wollte ich jetzt hier skippen und wollte eben dann weitermachen mit, Moment, bin ich da schon? Nee, bei Brandt, genau, das hatten wir schon. Wollte ich da weitermachen eben mit der Geschichte mit dem Wahlkampf von John F. Kennedy. Wir sehen hier eine Ausgabe aus Oktober 61. Das ist die Zeit, wo John F. Kennedy schon längst Präsident war. Das heißt, der Wahlkampf hat getobt, eigentlich Ende der 50er Jahre. Der ist ja schon 1960 ins Amt, also inauguriert worden. Kennedy, John F. Kennedy. Er ist entlassen worden im 1.3.1945 aus der Navy Reserve wegen physischer Unfähigkeit und so weiter und so fort. Also der war immer krank. Jetzt ist er auf dem Weg zu seinem journalistischen oder zu seiner politischen Karriere über eben dann den Gouverneur zu werden und danach zum Präsidentschaftskandidaten aufzusteigen. Zum Beispiel gestolpert über den William Randolph Hearst, ein Freund seines Vaters. Im April 1945 hat eben Kennedys Papa eine Position für seinen Sohn als spezieller Korrespondent für die Hearst-Zeitschriften engagiert. Und diese Vereinbarung hat eben den Namen von John F. Kennedy in der Öffentlichkeit jetzt dauernd festgesetzt und hat ihn dann eben dann exposiert in den Journalismus als eine mögliche Karriere. Er hat also dann auch zum Beispiel Berlin besucht zum zweiten Mal und hat in die Potsdamer Konferenz dann da berichtet und so weiter. Dieser Herr Hearst hat eine interessante Similarität zu John F. Kennedys Papa. Guck mal, der ist doppelt mal hier gewählt worden als Demokrat ins amerikanische Repräsentantenhaus. Er hat sich aber nicht erfolgreich für die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten 1904 beworben, auch für das Amt des Bürgermeisters in New York 1905 und 1909 und dann auch genauso unerfolgreich für den Gouverneur von New York in 1906. Also wir reden jetzt hier schon wieder jemand, der aus der Demokratischen Partei kommt und der unbedingt Präsident oder irgendetwas ganz hohes Tier werden will oder soll. Interessant, ne? Die beiden haben sich bestimmt gut verstanden, der Herr Hearst und der Herr Kennedy Papa. 1934 ist er sogar hingeflogen nach Berlin und hat Adolf Hitler dann interviewt. Und er hat dem Adolf Hitler angeblich erzählt, dass Amerikaner dann an Demokratie glauben und dass sie dann eben überkreuzt sind mit Diktatoren und
Diktaturen eigentlich. Und ja, da hat es eine ganze Menge also dann gegeben mit dem Herrn Hirst. Also der hat also auch beispielsweise dann geholfen bei der Geschichte, weil er noch verbandelt war mit dem Papa von John F. Kennedy. Wollte ich nur mal so sagen. So, und jetzt kommen Briefe. Jetzt kommen Dinge, wo der Jörg mir gestern, wo wir die letzte Sendung gemacht haben, gesagt, hör mal hier, das musst du mal unbedingt benennen, das passt so wie die Faust aufs Auge. Wir werden jetzt Briefe sehen und wir werden Briefe auszugsweise lesen und danach zu einem großen Interview kommen. Diese Briefe sind natürlich so diplomatisch geschrieben, dass sie keinem wehtun. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Man kann nicht immer schriftlich das festhalten, was man unter vier Augen gesagt hat, weil man ansonsten für irgendwelche Dinge dann nachher dann zur Rechenschaft gezogen wird oder gewisse Dinge eventuell gar nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen. Aber man sollte zwischen den Zeilen lesen. Das werden wir gleich machen. Und deswegen schicken wir hier ein Bibelkapitel voraus aus dem Neuen Testament, der 2. Thessaloniker Kapitel 2, die Wiederkunft des Herrn und die Offenbarung des Menschen der Sünde, speziell der Satz 5. Und da kann jetzt der Jörg übernehmen und sich aussuchen, was er davon liest oder ob er die Erklärung vielleicht noch abrunden und individualisieren möchte. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit Ärger offenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. So, bis dahin lese ich Okay. das mal. Ja, Ja, man hätte okay. es scrollen müssen, sonst hätte ich das nicht lesen können. Der Punkt ist eben, und wir können das ja kurz halten, ich meine, die Leute sind ja nun nicht dumm, die das hier lesen, die verstehen ganz genau, worum es geht. Wenn Paulus, der das hier niederschreibt, schriftlich das schriftlich das festgehalten hätte, was er mündlich den Leuten überliefert hat, dann hätte man ihn wegen Subversion drankriegen können. Dann hätte man ihn wegen Terrorismus und solcher ganzen Sachen drankriegen können im Römischen Reich. Dann ist wahrscheinlich die Frage, ob diese Schriften überhaupt jemals überlebt hätten. Paulus spricht hier in zwischen Anführungszeichen Rätseln, die für diejenigen, die dabei waren, eben keine Rätsel sind. Weil die waren ja dabei. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Da hat er es ja gesagt. Und was hat er hier gesagt? Er hat gesagt, dass derjenige, der jetzt aufhält oder zurückhält, der muss aus dem Weg sein. So, und jeder, der zwei Gehirnzellen hat, begreift, dass wer damals zurückgehalten hat, das war derjenige, der regiert hat. Und derjenige, der regiert hat, war der römische Kaiser. Also, wenn der römische Kaiser oder das Kaisertum weggeräumt ist, aus dem Weg geräumt ist, dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird mit dem Hauch seines Mundes. Also ganz deutlich, wenn der Kaiser weg ist, dann kommt der Papst. So, wie wir das aus der heutigen Sicht sehen und verstehen können. Ja? Und Paulus hat hier in, ich sage mal, Undeutlichkeit auf die erste Sicht geschrieben. Und genauso, Entschuldigung, aus demselben Grund hat Jesus Christus viele seiner Geschichten als Parabeln verpackt, um eben auch nicht dran gekriegt zu werden. Ne? Man hätte ihm auch Dinge vorwerfen können, man hätte ihn hops nehmen können und dann wäre eben die Geschichte nicht erfüllt gewesen, so wie sie vorher geschrieben wurde. Deswegen hat er sich so ausgedrückt, wie er sich ausgedrückt hat. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Sätze überhaupt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Ich schreibe es anders auf, als ich es damals gesagt habe, weil ich habe nicht die Freiheit, das zu schreiben. Und das ist genau ein Satz, Michael, fällt mir jetzt gerade ein, der ist auch im Herrscher des Bösen vorgekommen. Da hat doch auch einer der Gründer der USA an seine Frau Abigail geschrieben, wenn ich frei schreiben könnte, ne? Dann würde ich dir was sagen. Das ging damals um das Flaggenkomitee, damals, wenn ich mich richtig erinnere, zu der Zeit. Ne? Also, das sind, glaube ich, Punkte, die man durchaus mal eben machen könnte, ja. Ja, und das ist die Geschichte. Also wir werden in offiziellen diplomatischen oder sonstigen Noten, so heißen ja diese Briefe da, eben nicht direkt das finden, das, nach dem Motto, ja, das ist so und so und so. Man muss das also tatsächlich dazwischen lesen oder muss halt ein gewisses Hintergrundwissen schon haben. Und da geht es jetzt im Augenblick drum. Denn in den amerikanischen Wahlkampf, was nirgendwo bei uns hier bei Wikipedia oder so das große Thema ist, da geht es um ganz oder beziehungsweise da ging es um ganz andere Dinge. Vorausschicken muss ich Folgendes, und zwar
der erste Zusatzartikel zur Konstitution der Vereinigten Staaten von Amerika. Der heißt so: Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Religion betrifft oder die freie Religionsausübung verbietet oder die Rede- oder Pressefreiheit oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und die Regierung um Abhilfe von Missständen zu ersuchen, verkürzt. Wenn man sich den ersten Artikel anguckt, dann bezieht sich das sofort auf die Einführung einer Religion. Der Rest, der dahinter kommt, ist mehr oder weniger ein bisschen Beiwerk. Es geht sich hier um die Einführung einer Religion. Das heißt, alle Religionen sind in den USA, zumindest solange dieses erste Zusatzartikel eben gilt, sind eben erlaubt. Und das ist die Geschichte, dass zu dem Zeitpunkt noch niemand, aber wirklich niemand, amerikanischer Präsident gewesen ist, wo der Kennedy sich hat aufstellen und nominieren lassen. Niemand ist amerikanischer Präsident gewesen, der den katholischen Glauben gehabt hat. Und deswegen gucke ich mir folgende Datei an, die heißt JFK Library, also Bibliothek, die von John F. Kennedy. Die Office Files, also die Bürodaten 1958 bis 1960, also genau da im Zeitpunkt des Wahlkampfes sozusagen, wo klar war, der wird jetzt aufgestellt, der wird jetzt nominiert, da müssen wir jetzt die Werbetrommel für rühren über die ganzen Geschichten mit der Religion als Einführung zu dem Interview, was dann nachher kommt. Wir haben jetzt hier nur mal ein paar Beispiele von dieser Seite JFK Library, die übrigens sehr, sehr exzellent ist. Ne? Die Kardinalsresidenz in New York schreibt: Lieber Jack, wie gesagt, Jack heißt immer noch John F. Kennedy, ist nur die Kurzform, damit man ihn nicht verwechselt. Also Jack ist jetzt immer John F. Kennedy. 9. Januar 1960. Dear Jack, I'm enclosing here with correspondence with Rabbi Levinson, which need to be returned to me. Also, ich hänge hier an dieser Korrespondenz, oder ich hänge jetzt hier ran eine Korrespondenz mit Rabbi Levinson, dass du mir bitte zurückschicken möchtest. Mit freundlichen Grüßen verbleibe ich dein treuer Freund F. Francis Cardinal Spellman, Erzbischof von New York. An den ehrenwerten John F. Kennedy, genannt Jack, United States Senat, Washington D.C. District of Columbia, ne? Eigene Jurisdiktion, also hier eigener Staat im Staat. Verwechseln ja auch viele, die denken, ja, Washington, klar, das war der Mann, der irgendwie da mit der Gründung was zu tun hatte und Washington ist die Stadt. Nee, Washington ist nicht nur die Stadt, Washington ist auch ein Distrikt. Ne? Ein Distrikt, ja, das ist was ganz anderes als eine Stadt. So. Ein Distrikt ist Columbia, ne? Aber ja, es hilft ja natürlich, hier Herrscher des Bösen auch gefolgt zu haben. Ja, ne? Ja, genau. Aber das geht da darum, dass es eben drei, wenn man so wollen, Stadtstädte gibt, die eine eigene Gerichtsbarkeit, die einen eigenen Status haben. Das ist zum einen der Vatikan als Stadtstaat. Ich meine, da könnte man, da würde jeder sagen, ja, wieso Monaco ist auch? Nee, der Vatikan hat eine eigene Jurisdiktion und der Vatikan ist auch ein Stadtstaat. Der Vatikan ist das geistige Oberhaupt der Welt. Die haben mit so vielen Ländern Verträge, die kein anderes Land hat und aus gutem Grund auch. Die sind die geistige Macht. Dann haben wir jetzt hier Washington D.C. als militärische Macht. Da steht da das Pentagon, das sogenannte Verteidigungsministerium. Und wir haben dann auch die City of London Corporation. Während die anderen alle Staaten sind, Bundesstaaten sind, ja, ist Columbia ein Distrikt. Und das ist das, was Besonderes. Und da liegt die Stadt Washington darin. Und das stellt die Stadt Washington außerhalb der Jurisdiktion normalerweise der USA. Also es geht nicht um Washington, die Stadt. Es geht um den District of Columbia. Und da hatten wir, glaube ich, auch im Herrscher des Bösen mal drüber gesprochen. Und Washington ist da halt ein Teil von. Ja, Bezirk nennt sich das in Deutsch, District. Ja, Bezirk. Ja. Ja, ich dachte, ich dachte, das wäre jetzt ausreichend gewesen, aber das können wir auch gerne dann so stehen lassen. Das Thema ist letzten Endes hier, Washington hat einen eigenen Bezirk, einen eigenen Distrikt, wo eben eine eigene Gerichtsbarkeit ist. Die können also jetzt nicht, die haben also jetzt insofern erstmal nichts mit den Vereinigten Staaten, mit deren Gerichtsbarkeit beispielsweise zu tun. Das ist also eigen, ne? Eigen für die Privilegierten, sage ich jetzt mal so, drücke ich jetzt mal ein bisschen anders, besser aus. Ne? So, hier kommt dieser Brief von Rabbi Burton E. Levinson, der... Ne? Ehrenwerte oder wie auch immer, Reverend Cardinal Francis Spellman, Erzdiözese von New York, also damit ist er der Erzbischof, Madison Avenue. Mein lieber Kardinal Spellman, schreibt jetzt hier der Rabbi. Rabbi ist klar, ne, welchem Glauben er angehört. Ne? Das ist also aus dem jüdischen Bereich.
Er schreibt jetzt hier: Ich schreibe hier diesen Brief als ein amerikanischer Rabbi, der eben ganz, ganz, ganz Amerika jetzt hier dienen möchte und dann eben dann auch seinen Glauben und so weiter dann hier auch da einbringt. Und er wird also total verunsichert jetzt hier zu der ganzen Geschichte mit Geburtskontrolle und so weiter und auch der Kandidatur. Von, er schreibt jetzt hier, Mr. Joseph Kennedy's Candidacy for the Presidency of the United States. Da habe ich gesagt, Moment mal, wir reden von 1959, eigentlich müsste der schreiben, Mr. John F. Kennedy's Candidacy. Also da scheint der Gaul mit irgendjemandem durchgegangen zu sein, habe ich so den Eindruck. Also der sagt jetzt schon, dass es eigentlich so ist, also wenn man den Brief jetzt richtig lesen würde, würde man sagen, der Rabbi tut so, als wenn eigentlich der Papa immer noch Präsident werden möchte und gar nicht der Sohn. Also zu Deutsch, dass der Sohn die Ägide oder den Auftrag des Vaters eigentlich nur nach außen hin erfüllen soll. So verstehe ich den Satz. Ich meine, warum hat er denn jetzt hier den John F. Kennedy oder Jack mit Joseph Kennedy verwechselt? Das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und es geht sich, wie auch immer, wir müssen jetzt nicht in jeden Satz und in jedes Dokument rein, aber es geht sich hier um ganz genau das, ja, um eben die Religion. Das ist nirgendwo ein Thema bei einem John F. Kennedy-Biografie im Fernsehen oder bei irgendeinem Wikipedia-Eintrag. Da ist das in einem Satz abgehandelt, aber da gab es so viel Wirbel über diese Geschichte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Darf ich da mal was zu sagen? Da gibt es ja die Geschichte, und die ist ja auch verifierbar, die ist beweisbar, dass John F. Kennedy, der aus Washington kam, also da gewohnt hat, nach Texas ging und dort an die protestantischen Kirchen in einem Meeting gewesen ist und den Leuten versichert hat, ich werde meine Politik durchsetzen, ich bin keine Puppe des Papstes, unterstützt bitte meine Präsidentschaftskandidatur. Das kommt noch. Und ja, gut, dann muss ich ja nicht weiter sagen. Nee, ich sag's ja nur, das kommt noch. Und du meinst jetzt die Sache mit Bush wahrscheinlich im Gegenzug, oder? Ja, natürlich. Ja, das ja, war ja, bei ja. Kennedy war das so, weil Kennedy war Katholik, der in den protestantischen Süden ging und sich die Zusicherung der protestantischen Kirchen geben lassen wollte, um Präsidentschaftskandidat zu werden oder Präsident zu werden. Kam aus Washington, ging nach Texas und George W. Bush, der aus Texas kam, der nach Washington ging und dort den Machthabern deutlich signalisiert habe, ich spiele des Papstes Puppe. Mhm. Also genau das Umgekehrte. Ja, und er schreibt jetzt beispielsweise hier, der Rabbi schreibt jetzt hier, ich glaube, dass jeder Präsident eben dann geführt werden sollte, nicht nur durch politische Ratschläge, sondern eben auch durch seine inneren moralischen, religiösen Visionen. Und das ist natürlich nichts anderes, dass diese Leute alle total beunruhigt sind, ne? Also egal wo. Und er sagt, ich würde eben wünschen, dass mein Präsident, damit meint er jetzt John F. Kennedy, eben genauso geführt und geleitet ist durch eben diese moralischen, religiösen Visionen. Und egal, ob er jetzt ein Katholik, ein Protestant oder Jude ist. Und es gibt also hier, muss man sich vorstellen, der Rabbi schreibt an den Erzbischof, der katholisch ist. Im Endeffekt heißt das nichts anderes, als dass diese ganzen Leute, die direkt an den Erzbischof schreiben, so ein bisschen Angst haben, dass die Diözese vielleicht ein bisschen zu viel Einfluss haben könnte auf den John F. Kennedy, ne? Wenn man so zwischen den Zeilen liest. Ich meine, das geht natürlich jetzt hier unterstrichen um Geburtenkontrolle oder um Weltbevölkerung, ja auch ganz, ganz heiße Themen heutzutage. Aber das Problem, was ich jetzt einfach sehe, ist hier, dass hier Leute aus verschiedensten Religionen im Augenblick zum Zeitpunkt des Wahlkampfes oder der Kandidatur oder auch der Wahl von Kennedy unglaublich besorgt sind. Das werden wir gleich auch feststellen. Ja? In einem Schreiben von des Brigadegeneral der amerikanischen Armee, Herbert C. Holdridge aus Washington, ja, schreibt er an den Bischof G. Bromley Oxnell in Massachusetts, also ne, Massachusetts ist klar, Massachusetts Avenue, sorry, Washington D.C., schreibt er dann auch jetzt hier, die Katholiken glauben nicht an das öffentliche Schulsystem und sie haben ein Recht auf ihr eigenes System, aber sie haben nicht das Recht zu fordern, dass wir noch dafür bezahlen und so weiter. Also da kommt eine ganze Menge, naja, starke Bestürzung auf. Guckt euch die Headline hier an, die Hauptschlagzeile, ja, viel zu viele Katholiken. Nochmal kurz auf die Adresse zurückkommen, Michael. 1633 Massachusetts Avenue, das ist die offizielle Nunziatur des Vatikan in Washington.
wie in Herrscher des Bösen auch bereits erklärt. Ja, deswegen habe ich nur gerade Massachusetts und ich kam ja schon wieder, weil John F. Kennedy ist eben Massachusetts Ja, Gouverneur, natürlich, deswegen, deswegen sage ich das ja. Die Straße, die Nummer, das ist die offizielle Vertretung des Vatikan in Washington. Ja, und er schreibt also hier die protestantische Reformation, die eben von Martin Luther da gestartet wurde und so weiter. Wenn ich also dann hier so die Annalen lese und so weiter, die hat eben dann das Thema von Missbrauch und Theologie und Dogma und so weiter dann eben dann hervorgebracht. Und wie gesagt, ihr seht an diesen ganzen Briefen, es geht nur im Augenblick über das Problem, dass die Leute Angst haben und Besorgnis haben, dass also jetzt ein Katholik in irgendeiner Art und Weise jetzt da zu viel Einfluss hat. Das ist von 1958, das heißt, es ist weit vor der Präsidentschaft von John F. Kennedy. Und da werden noch andere Sachen benutzt oder benannt. Guckt euch das mal, was hier ansteht, ne? Da the Papacy, das Papsttum und so weiter, hat dann eben wieder seine säkulare Macht erreicht. Seine Autorität wurde wieder bestätigt in dem Vertrag von Wien in 1815 und seine Gewalttätigkeit gegen säkulare Staaten hat eben angehalten bis zu diesem Tag. 1958 eben, ja, wie das demonstriert wird bei der Kontrolle über Adenauer in Deutschland, Franco in Spanien und die Diktatoren in Lateinamerika und politische Subversionen und konstitutionelle Freiheiten in den Vereinigten Staaten. Das fand ich schon ziemlich stark, dass ich das da lesen durfte. Die Kontrolle über Adenauer in Deutschland, da steht hier drin in einem Brief, das ihr findet auf der JFK Library. Das war für mich klasse, dass ich das gefunden habe. Und ich hoffe, das zeigt jetzt mal bitte schön, wie andere Menschen ja, die Politik gesehen haben vor mehr als 60 Jahren. Es gab ganze Menge, die Headline ist immer noch zu viele Katholiken. Und damit bezieht er sich natürlich nicht nur auf den John F. Kennedy, den Wannabe-Präsident zu dem Zeitpunkt, sondern auch über Adenauer, Franco, verschiedene andere Diktatoren. Und das sind jetzt nur die Leute, die sichtbar sind. Das ist auch nur die erste Reihe, die sichtbar sind. Ja, das sind ja nicht noch die ganzen anderen Leute, die eigentlich so hinter den Kulissen stehen, wie so ein Franz von Papen oder sowas. Also Subversion finden wir hier auch schon. Ja, die römisch-katholiken haben auch ein Recht auf ihr eigenes Schulsystem, genauso wie die Sieben-Tags-Adventisten, auch wenn er das jetzt hier als Ziffer schreibt, Sieben-Tags-Adventisten und andere, aber nicht zu dem Preis der Unterwanderung unserer Konstitution. Also Subversion würde ich jetzt hier mit Unterwanderung übersetzen. Ja, und das ist ja genau die Geschichte, die später der John F. Kennedy ja auch nochmal ausführt, diese Subversion. Und in etwas anderem Kontext. Aber man sieht hier schon, das ist unglaublich interessant, wenn man sich diese Briefe durchliest. Ja, das wird man ja nicht in einer 40-Minuten-Diskussion auf Achte oder irgendwo ähnliches finden. Aber das ist super interessant, finde ich. Also wir sehen, das gab ein Ressentiment, eine Befindlichkeit gegenüber dem Zustand und dem Einfluss des Katholizismus in den Vereinigten Staaten bei der Wahl und beziehungsweise bei dem Wahlkampf von John F. Kennedy. Das ist super interessant hier mit dem Adenauer, fand ich. Ich denke, boah. Ne? Adenauer hat man auch schon mal im Umgang gesehen von einem Kreuzritter. Ich habe dieses Bild jetzt nicht gerade dabei. Vielleicht füge ich das noch ein, wenn ich das finde. Und zwar, wenn, dann mache ich das jetzt genau hier. Und ich hatte ja auch schon in verschiedenen Sendungen darüber gesprochen, dass Adenauer nichts weiter war als die Fortsetzung von Adolf Hitler im Frieden. Das glaube ich in Guckt ihr was? Guckt ihr an, was hier mit drin Gott steht? und den Faschisten oder sowas, glaube ich, Ja. von wie heißt Ja. er jetzt wieder? Der nicht Ne? gläubig war, ne? Wie hieß Ja, er denn? genau. Ja, den ich Das dir ist auf mal, dem rein deutschen Kanal, ja, ja. den ich dir Das sogar mal empfohlen habe. Wie hieß er denn jetzt noch? Ja. Deschner. Deschner, Karl-Heinz, Karl-Heinz Deschner, genau. So. Jetzt steht hier, du weißt, dass es eben der Stand des Vatikans ist, der direkt gegen unsere säkularen Institute ist und nicht direkt und nicht hauptsächlich gegenüber religiöser Freiheit. Klar, ich meine, religiöse Freiheit hast du mit dem ersten Zusatzartikel ja ohnehin. Du weißt, dass Priester und Nonnen lehren in, ja, parochial shoes, weiß ich jetzt nicht, was das sind, aber in entsprechenden Schulen, ne, wo eben die eben. parochialen Schulen. Eine Parochie ist eine Parochie, ist eine Gemeinde. Ja, das ist Okay. also Ja, Gemeindeschulen, ne? Das sind die Gemeindeschulen, ne? katholischen Gemeindeschulen, also Ja, die okay. katholischen Schulen Ja. jeweils in der Gemeinde. Ja.
die eben ihre Freiheit verdanken oder die Freiheit eben ausleben in einer theokratischen Diktatur. Ist auch interessant, eine theokratische Diktatur. Die kein Verständnis haben von amerikanischen Standards von persönlicher Freiheit und immer noch indoktriniert sind in mittelalterlichen Klerikalismus und eben die versuchen, die eben davon gehalten werden, abgehalten werden, zu lehren auf Standards der oder Lehre oder freies Lernen und freiheitliches Lernen auf solchen Standards. Denen verboten wird, von diesen Freiheitsstatuen oder Standards zu lehren. Millionen von jungen Schülern der Vereinigten Staaten besuchen römisch-katholische Gemeindeschulen und sind dann eben Subjekt der Indoktrination in Philosophie, Unterwanderung von solchen Freiheiten in den formativen oder zu formenden Jahren in ihrem Leben und werden dann geformt durch römisch-katholische Jugendbewegungen. Daher können sie nachher niemals wieder komplett in unsere freie Sozialisation oder freie Gemeinschaft eingegliedert werden. Und so weiter und so fort. Und hier steht noch, ich guck mal hier, in einem selbstexklusiven Block, der durch die Jahre und unter der militanten Dominierung der Jesuiten, der Ritter von Kolumbus, was wir ja später sehen werden, der John F. Kennedy auch war, er war auch ein Ritter von Kolumbus, das heißt, er war ein katholischer Ritter. Also der war nicht irgendwie so Gelegenheitskatholik oder so, sondern der war in einem exklusiven Zirkel. Ich meine, das konnte man ja schon ahnen, spätestens nachdem wir wissen, in welchen Zirkeln der Herr Churchill sich beispielsweise befunden hat. Und anderen amerikanischen Organisationen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die eben dann, der Rest ist jetzt hier nicht so interessant. Aber interessant überhaupt, dass hier beispielsweise die Knight of Columbus und die Jesuits dann hier benannt werden. Ne? Wer hat den Brief eigentlich geschrieben? Ja, dieser Herbert C. Holdridge, Brigadegeneral. Der Brigadegeneral, ja. Okay. Ja, genau. So. Und er schreibt ja beispielsweise, du bist ein Experte in dem Gebiet und so weiter und du weißt, dass die Syllable of Error von Papst Pius IX. Und so weiter, den jeder römisch-katholische Priester, Nonne und Laie und so weiter folgen muss, unter Strafandrohung der Exkommunikation verdammt werden und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Syllables of Error verdammt sowieso irgendwelche Regierungsformen außerhalb der außerhalb des klerikalen Körpers sozusagen. Also da kannst du jetzt einen in diesem Brief, kannst du hier eine ganze Sendung von machen. Ne? Aber ich fand es interessant, die Jesuiten sind dabei, die Knights of Columbus sind dabei, Adenauer ist dabei und der Brief ist wie getitelt, zu viele Katholiken. Ja, guck mal hier, da steht noch mehr drin, in diesem einen Brief nur. Ja. Wir haben keine katholische Partei als solche, aber wir haben eine kraftvolle und subversive katholische Aktion, Taskforce, also so eine Eingreiftruppe sozusagen, die eben die Philosophien des Vatikan promoten und den Charakter unserer freien Institutionen zerstören und eben spalten, die Loyalität spalten von unserer Konstitution in eine internationale politische Diktatur. Papst Pius XII., der übersehen wird, overshadowed wird, aufgesehen wird oder der einen Aufseher hat, bei dem noch größeren Subversiven, dem schwarzen Papst der Jesuiten. Das steht alles hier drin. Öffentlich. Ja, Papst Pius XII., der überschattet wird bei einer größeren Subversion, eben dem schwarzen Papst der Jesuiten. Das ist interessant, dass es jetzt ausgerechnet den Brigadegeneral schreibt, wenn es jetzt hier um den General der Jesuiten geht, ne? Naja, der Punkt ist ja, man wird nicht Brigadegeneral, wenn man nicht selber Teil dieses Sumpfes ist. Ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Konsequenzen das hat, dass er das geschrieben hat. Das ist auch wahrscheinlich ein vertraulicher Brief. Aber wir dürfen uns ja nicht der Illusion hingeben, dass hier einer das schreibt und nicht weiß, der weiß ganz genau, worüber er schreibt. Und das er weiß es deswegen so genau, weil er eben Teil dieser ganzen Sache auch ist. Eben, ne? Darf man das nicht ist vergessen. Eben from the horse's mouth. Ne? Das ist eben tatsächlich jetzt hier... Für diejenigen wie uns, die das untersuchen, ist das interessant, aber man darf eben nicht vergessen, dass das hier eben auch, ich will es jetzt nicht kontrollierte Opposition nennen, aber doch im Grunde schon sowas ist wahrscheinlich. Ne? Gut, aber auf jeden Fall, es ist ja so, dass wir das ja nicht benennen, es kommt ja nicht aus uns, es ist ja hier tatsächlich festgehalten und das ist jetzt mein Punkt. Ne? Naja, die meisten Punkte, dass die römisch-katholische Kirche ja selber zugibt, dass sie sich aufbaut auf dem Heidentum,
der Jahrhunderte oder Jahrtausende davor. Das kommt ja auch aus ihrer eigenen Enzyklopädie und aus ihren eigenen Veröffentlichungen, ne? Denken Gut, wir zum aber. Beispiel an Cardinal Henry Newman, Ja, aber. der ja diesen Brief da geschrieben hat, ganz Ja, klar aber gesagt hat, wer liest Weihnachten das und all diese ganzen großartig? Sachen sind heidnischen Ursprungs, ne? Ja, Also, wer liest das großartig? Das ist ja eine Geschichte jetzt hier ja. über Kennedy, wo es jetzt um Kennedy geht. Und hier steht ja genau das drin. Ja. Ja? Nee, ist schon, ich will da ja gar nichts von wegtun. Ich will nur sagen, man sollte dem Brigadegeneral jetzt auch nicht gleich eine Krone aufsetzen oder sowas, Nein, weil das habe ich ja gar der nicht gehört vor. da Das auch mit zu, ne? Thema. Das Nein, Thema. ich möchte, ich weiß ja manchmal, was das Sentiment ist von Leuten, die diese Videos dann sehen und die auf einmal sagen von, oh, wow, so ein toller Typ und dies und das und jenes. Ja, muss man immer auch ein bisschen vorsichtig nehmen. Und außerdem sind das ja auch normalerweise Briefe, die, glaube ich, an erster Stelle nicht dafür vorgesehen waren, veröffentlicht zu werden. Gut, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier Geschichten drin, die genau viele Meinungen widerspiegeln, die damals Standpunkt gewesen sind für die Präsidentschaft von Kennedy. Hier steht beispielsweise drin, dass das Papsttum eine weltpolitische Entität ist und hier steht drin, dass Vote niemals, also Stimme niemals für einen römischen Katholiken. Und damit ist natürlich klar, dass es wohin geht. Es geht natürlich nicht nur gegen den Papst, sondern es geht gegen Kennedy. Ja, gut, da muss man jetzt natürlich den Leuten auch nochmal eben zu sagen, wenn du niemals für einen römischen Katholiken stimmen sollst, dann darfst du überhaupt nicht stimmen, weil nicht nur der römische Katholik, sondern auch die anscheinende Gegenpartei eben auch von derselben Richtung kontrolliert wird. Also stimme überhaupt nicht. Das müsste man schreiben. Und an solchen Dingen erkenne ich halt hier, dass der Brigadegeneral natürlich auch irgendwo, lass uns mal sagen, dazugehört. Ich wollte noch mal eine ganz kurze Sache ein, weil du hast dir oft das Wort Freiheit erwähnt und Freiheiten und so. Und du hattest mir ja eine E-Mail geschickt mit so einem interessanten Link damit bei. Kein von Freien Gewählter kann sich anmaßen, ihre Freiheit einzuschränken. Ich weiß nicht, ob du meine Antwort gesehen hast. Ich habe dir darauf geantwortet mit einem Zitat aus dem Buch Herrscher des Bösen, das da lautet, aus Kapitel 23, Zitat: Das römische Recht betrachtet die Freiheit aber nur als einen beschränkten Status. Ein Status, der ein Herrscher gönnerhaft seinen Untertanen gewährte und den er jederzeit aus widerrufen kann. So, und das ist genau der Punkt. Wir denken, dass wir frei sind, aber wir leben immer noch im Römischen Reich. Ne? Daniel hat vier Reiche prophezeit: Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Wir leben immer noch in Rom. Wir leben im Päpstlichen, nicht mehr im Heidnischen, aber wir leben immer noch in Rom. Und das mit der Freiheit, die als beschränkter Status gewährt wird, gilt noch immer. Also so viel dazu, wenn die Menschen glauben, sie wären frei. Das ist ja auch mal erwähnenswert, ne? Ja, die säkulare Revolte gegen den Vatikan, die initiiert wurde von Martin Luther. Also man kann schon sehen, dass der natürlich jetzt hier gegen Kennedy ist, ne? In dem nächsten Brief jetzt hier von, oder der nächsten Seite besser gesagt, jetzt hier im nächsten Brief von demselben, wird hier sogar die Maginot-Linie wird jetzt hier benannt, ne? Disaster on Dulles Maginot Line. Das bezieht sich jetzt hier auf eine französische Verteidigungslinie gegen die Deutschen. Also das ist egal, wo du da reingehst. Also wir haben jetzt keine Zeit, da jetzt in jeden Brief reinzugehen. Ich wollte nur einfach mal sagen, dass es da, also wenn man sich die ganzen Namen anguckt, was hier alles dann ist, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Also da hat man schon so viele Namen, wo man dann schon wieder weitergucken kann. Es ist ein spannendes Thema, aber es ist natürlich jetzt nicht das Thema, das Hauptthema dieser Episode kommt noch. Aber der Kommt General. noch, wir sind schon bei einer Stunde, aber Ja, guck, interessant guck. wäre es wirklich mal, diesen Brief zu übersetzen und da mal wirklich eine eigene Sendung drüber zu Ja, machen. ja, Das ja, muss ja. ich Ist dir ja schon nur ein zugeben, Brief jetzt auch, ne? Hier, guck mal, er ja. hat sogar hier Ephesians 6,12 benannt, ne? Naja. Ja, ist Wir schon kämpfen nicht interessanter gegen Brief. Fleisch und Blut, ja. Genau, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen spirituelle Kräfte in hohen Positionen oder Höheren hohen, Regionen, ja. höheren Regionen. Genau, so Kommunismus nach Gibraltar und so weiter und so weiter und so weiter. Also das ist sehr, sehr interessant, ne? Mein lieber Senator, wie ich mit deinem Vater schon über das Wochenende gesprochen habe, will ich dir jetzt hier die Korrespondenz vom Richter Proskauer übermitteln. Ne? Also es läuft alles über Papa. Es läuft über Papa. Interessant. Joseph P. Kennedy, das ist der Papa. Ne? Das ist der Papa.
schreibt an seinen Sohn, ne, das ist das Papier von einem der größten und wichtigsten und so weiter Importeuren von oder largest and most important, also meist wichtigen lutheranischen Colleagues in den Vereinigten Staaten. Ich danke, dass es für dich sehr, sehr signifikant ist, ne? Liebe Papa sozusagen. Wenn ich dann noch mal kurz was zu sagen dürfte, das ist ja also alles aus der Bibliothek von John F. Kennedy. Die Briefe sind alle an ihn gerichtet. Wie du ja selbst immer sagst, Jack ist ja eigentlich John F. Kennedy. Wenn er diese ganzen Briefe gelesen hat, dann steht da ja im Grunde schon sein ganzer Geheimgesellschaften Auf Krach. die Rede da drin. Ne? Da kann man ja sehen, wo er sich das rausgeholt hat. Ne? Plus sein eigenes Wissen da noch zu. Ne? Also. Naja, du siehst, es geht ja jetzt aber hier genau, aber diese Geschichten jetzt hier. Ich begrüße Ihre Vorschläge, eine mögliche Beteiligung in unserem projektierten Konferenz über religiöse Voreingenommenheit. Voreingenommenheit in Wahlkampagnen und so weiter. Also das ist alles 1958. Also da ist klar, der Kennedy ist aufgestellt und ist auch klar, dass der als Katholiker aufgestellt ist. Ne? Und du siehst jetzt auch hier, dass Reverend, du siehst also jetzt hier nur, ich lese das jetzt auch nicht alles hier vor, aber hier die Ängste des Protestantismus, the fears of Protestantism, und du siehst also wirklich, dass es da genau um dieses Thema geht, dass jetzt plötzlich ein Katholik das höchste Amt zumindest nach außen hin bekleiden möchte. Ja, die Ängste des Protestantismus, das war ja genau der Grund, weshalb er nach Texas runterging zu einem Meeting da der verschiedenen führenden protestantischen Kirchen in Texas, weil Texas ist ja damals noch, sage ich mal, sehr erzprotestantisch gewesen im Vergleich zu vielen anderen Staaten. Ne? Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen hier noch von der Zeit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also vor dem Ökumenischen Konzil, das zwischen 63 und 65 stattgefunden hat. Ne? Naja, aber dafür sind wir ja da. 63, ausgerechnet in dem Jahr, wo er umgekommen ist, Ja, und ist ein Monat später das Konzil offen gegangen. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. er Ne? konnte da nicht mehr teilnehmen. Also in diesem Enlightened Age, also in diesem Zeitalter der Erleuchtung, ne? Also du siehst schon, wo es hingeht. Also amerikanischer Senat, der Reverend Charles Beyer, die Christian Church in Washington und so weiter, mit Ethel Green und so weiter. The Fears of Protestantism ist es ein bisschen jetzt hier ins Reine geschrieben, kann man da ein bisschen besser lesen. Also, Kennedy war willens, sich mit den Leuten zu kommunizieren, ne? Und deswegen ist es dann so, dass ja, ganze Menge im Hintergrund läuft, vor allen Dingen auch über Papa. Ne? Das ist genau dieselbe Geschichte, läuft alles über Papa. The Fears of Protestantism, das ist eben genau diese Geschichte. Ich mache jetzt hier mal weiter, weil das ist sonst alles viel zu viel und viel zu lange. Und wie gesagt, die ganzen Briefe sind ja auch unter JFK Library anzusehen, wer sich dafür wirklich interessiert und halt auch einigermaßen Englisch kann. Ne? Hier habe ich extra, hier muss irgendetwas drin sein, deswegen habe ich so gemacht. Ja, die katholische Frage oder die katholische Ding, also Catholic Issues. Also das ist wirklich John Das F. Kennedy katholische und Thema, ne? unser Issues, Thema, Thema, ja, ja. genau, ne? Ja, hier die Situation in einigen, auf einige Arten scheinen irgendwie schlimmer zu werden, anstatt besser zu werden. Ja? Ich beginne zu glauben oder zu schlussfolgern, dass da ist nicht mehr irgendwas, was ich noch sagen kann oder etwas tun kann, um eben die Menschen, also quasi so ein bisschen die Sorge zu nehmen. Also interessant, ne? Interessant. Also das geht tatsächlich um Religion, Catholic Issue. Es geht hier nicht um die Politik von John F. Kennedy erstmal. Es geht um seinen Glauben. Ne? Es geht ja auch nicht um NSU-Prinz. Es geht jetzt hier im Augenblick über Kennedy und das katholische Thema. Die Präsidentschaftsambitionen von John Fitzgerald Kennedy und so weiter und so weiter. Das ist das größte Thema gewesen damals, wenn man das retrospektiv betrachtet. Und wer redet über die Katholizität oder die Religiosität von John F. Kennedy hier in Europa? Kaum jemand. Kaum jemand. Zumindest nicht in den 1960ern. Kann ich mir nicht vorstellen. Also meine Eltern haben mir nie irgendwas erzählt von mir. Ja, aber der Kennedy war Katholik. Da hieß es immer nur, der sah so gut aus, der war so nett, der war in Berlin. Aber da redet niemand über seine Glauben. 21. Januar 1960. Ja, hier geht es über den Haircut, hier geht es über die Frisur,
Ja, der Senator John Kennedy, dessen Friseur und so weiter, dann, wo erzählt worden ist, hat jetzt neue Befehle, um den Haarschnitt aus seinen Haaren herauszuhalten, um ihm eben nicht diesen jugendhaften Look und so weiter zu geben. Aus seinen Augen, Entschuldigung, um seine Frisur aus den Augen herauszuhalten, um Genau. den Jugendlichen, die Look. jugendliche Aussicht zu Ja. verhindern. Ja, genau. Ne? Dass Also er also das. älter aussieht, ne? Weil er war ja Genau. so jung als Genau. Präsident, ne? Genau, solche ganzen Geschichten, das ist alles hier. Und dann erzählt mir jemand eine Webseite, erzählt mir dann, dass Nixon vergessen hat oder nicht dazu gekommen ist oder irgendwie nicht in der Maske war. Das ist doch albern. Der sollte gewinnen, der Kennedy. Da war eine ganze Menge Geld hinter. Die römisch-katholische Kirche hat viel Geld. Und es ist garantiert, wenn man mal überlegen, in einer der ersten Folgen haben wir benannt, dass der Kennedy-Papa zusammen mit dem Erzbischof Kardinal Spellman auch noch Geschäfte betrieben hat, Immobiliengeschäfte betrieben hat. Die kannten sich doch alle. Und es war doch weder genauso im Sinne von dem Papa von Kennedy, als auch im Sinne der katholischen Kirche und mit ihrer ganzen Medienmacht, von dem wir ja wissen, dass denen die Medien gehört, dass der Kennedy Präsident wird. Das ist doch ganz logisch. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Glaubst du wirklich, ist es ein Zufall, dass der Kennedy in 63 gestorben ist und dann das Zweite Vatikanische Konzil mit reinkam, wo im Grunde den Protestanten ein letztes Ultimatum gestellt wurde, wo man Katholizismus und Protestantismus über einen Kamm scheren konnte danach? Okay, dann stelle ich die Frage halt rhetorisch für die Zuschauer und die können da ja mal drüber nachdenken. Und sicher, wenn man jetzt hier einen offenen Letter von Billy Graham liest, das ist ja der protestantische Papst in Ja, Amerika, hier da die wird mir jetzt langsam schlecht. Baptistenkonvention, 5 Millionen Mitglieder. Also ich meine, wenn man das schon oben reinschreibt, dann ist das letzten Endes jetzt hier der breite Weg. Es haben sich ganz viele verschiedene Organisationen bei ihm gemeldet und gesagt, erklären Sie sich doch mal. Die Religion eines Menschen kann nicht geteilt werden von seiner Person, wobei Person ja auch wieder so ein Thema ist und so weiter. Und Geschieden, Demokrat, ne? Divorce, ne? ja, kann nicht geschieden werden, also kann nicht geteilt werden von seiner Person. Und der demokratische Präsidentschaftskandidat John F. Kennedy hat eben sich genau dem gestellt. Ihr werdet euch noch wundern, was sich der Kennedy da alles anhören hat müssen in den ganzen Interviews. Aber ich wollte jetzt einfach nur mal die schiere Anzahl dieser unterschiedlichsten Glaubensgeschichten, also Protestanten, Baptisten, Rabbis und so weiter und so fort. Also das hört gar nicht mehr auf. Auch auf dieser Seite ist ganz interessant, das können wir hier nicht lesen, das ist einfach zu schlecht von der Qualität her. Ich wollte nur mal damit benennen, bevor wir jetzt eben, ja, das hat jetzt hier kopiert, ne? Xerox ist einer der größten Kopiererfirma und so weiter. Das würde man lesen können, wenn man sich die Zeit nimmt. Das geht. Ja, aber da haben wir jetzt, wir haben wie immer keine Zeit. Das Thema ist jetzt hier, egal wo du guckst, ne, guck dir das an. Jetzt geht es hier die Geschichten über den falschen oder gefälschten katholischen Eid. Hier, Capital Baptist und so weiter. So geht das permanent jetzt hier, ne? Permanent. Egal wo du guckst auf dieser Kennedy-Seite, es geht sich permanent jetzt hier, National Church Council, geht sich immer permanent um Religion und Kirche. Baptist denounce Byrd for supporting Kennedy. Also, ne, die ernennen halt den Byrd, um halt den Kennedy dann da hier zu unterstützen. Es ist unglaublich. Rein in Boston und so weiter und so fort. Besucht da die Heilige Trinität. Ach, und Ach er wird so, dann. übrigens, hier hast du Beweis, dass das aus dem Schreiben von der Sandra Hartl stimmt. Ja, Die Evelyn Lincoln. Sekretärin hieß Lincoln. Ja, genau. Ja, genau. Das wolltest du auch. Kommt das hier auch in diese Sendung noch dran? Nein, nein, Nee. nein, da haben wir keine Zeit Nee. für. Nein, Okay. das kommt Aber später hier haben dann. wir jetzt also, bitte schön, offiziell Beweis dafür, dass es Genau, stimmt. Ja. genau. Ja, so, und das ist die Geschichte jetzt hier, dass ihr seht jetzt hier, und er wird dann halt auch mit seiner Frau die sonntägliche Messe dann auch dann besuchen. Also daran seht ihr ja, der ist nicht nur Katholik, sondern es geht sich hier alles um seine Religiosität, ne? Kann man sich gar nicht besser wünschen, dass man jetzt so viele Unterlagen hat. Wenn man in diese Richtung guckt, das hier, also hier sieht man jetzt so die Klarschrift und so, ne? Also dann sieht man dann schon, wo es sich die ganze Zeit drum geht. Es geht sich nur darum, es geht sich hier nur um die ganzen Geschichten. Ne? American Unitarian Association, also alle haben hier irgendetwas mitzureden und alle machen sich irgendwelche Sorgen. Ne? Meine herzlichen Grüße oder Glückwünsche zu Ihrem großen Sieg in Los Angeles, ne? Die Stadt der Engel. Jawohl, ja. Das ist unglaublich, also das ist sehr, sehr, sehr ergiebig, wenn man hier überall reingeht. Aber das ist, wie gesagt, die Religion ist hier genau diese Geschichten. Ne? Das ist genau das Schlagthema oder überhaupt, ne? Das ist genau das Schlagthema. Und das ist jetzt genau die Geschichte, dass wir jetzt dieses Skript verlassen. Schwupp. Die amerikanische Jesuitenübersicht. Schreibt in einem Artikel.
americamagazine.org über den Papst, über den Handschlag zwischen John F. Kennedy und Papst John Paul VI. Und wird jetzt hier noch besprochen als John F. Kennedy nicht nur als 35. Präsident, sondern auch als Führer der freien Welt. Und deswegen habe ich ihn auch hier ganz fett in grün gemalt. Der war nie der Führer der freien Welt. Und die Amerikaner waren auch nie die freie Welt. Das ist alles nur Märchen. Das ist alles nur Märchen. Aber bevor wir dazu kommen, tut mir leid, ja, ist es einfach so, dass es hier eine ganze Menge Trouble gab, Ärger gab und Befindlichkeiten gab über den ersten katholischen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Aber wir wissen ja, der wurde gewählt. Aber wie ist er denn dahin gekommen, dass er gewählt wurde? Und was hat er denn geschafft, um die Leute zu überzeugen? Abgesehen davon, dass er halt jugendlich war und ja, gut aussehend und gebildet und wie auch immer. Ne? Die Frage, die die damals hatten, war, ja, der kann auch nicht als Staatsträger sein, er kann nicht der Führer der freien Welt sein, wenn er sich vor dem Papst niederkniet und seine Hand bzw. den Ring küsst. Ne? Und das hatten die ein echtes Konundrum. Das ist ein großes, echtes Problem. Tja, und er hat gesagt selber, tja, Norman Winspeel würde das lieben, ne? Über seine religiöse Opposition und so weiter, über sein religiöses Thema. Und das wird mir eine ganze Menge von Stimmen geben in Südcarolina. Wer ist der Norman Vincent Peale? Ja, den kennen wir nicht mehr, aber der ist ein amerikanischer Pfarrer, Autor und Freimaurer. Also man kann alles sein in einer Person, wenn man die richtigen Leute kennt, ne? Und in den richtigen Clubs ist. Also Pfarrer und Freimaurer, überhaupt kein Problem. Also Pfarrer bin ich dann für die Leute und Freimaurer bin ich dann abends und nachts, ne? Zum Beispiel. Autor bin ich dann zwischendrin, wenn ich Geld brauche. Wie auch immer. Die Kraft des positiven Denkens, dann wisst ihr genau, wo ihr den einzusortieren habt. Ne? Augen zu und durch. Ne? Also Augen zu, positiv denken und dann geht alles nach dem Motto. Der wurde methodistisch erzogen und so weiter und so fort. Hat auch die Präsidentschaftsmedaille von Freiheit bekommen. Und ich will gar nicht in den Reihen gehen, aber wie gesagt, das ist jetzt jemand, der eben von dem Herrn Kennedy benannt worden ist. Ne? Vor allem Dave Hunt begründete die grundsätzliche Ablehnung von Peels Theologie auf den 639 Seiten seines Buches nach dem Namen Die okkulte Invasion, die unterschwellige Verführung von Welt und Christenheit. Dave Hunt. Woman Rides the Beast. Der leider nie irgendwie, der glaubt, der war Futurist oder sowas, ne? Kann das sein? Das war das so, oder? Ja. Dave Hunt hat trotz all seines Schreibens gegen die römisch-katholische Kirche nicht erkannt, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Und eine Rezeption seines Werkes, Die Kraft des positiven Denkens, hat ausgerechnet Nelson Mandela gesagt, dass es also das eins der besten Bücher war, die der also in seiner langen Wachtenszeit auf seinen Posten dann halt lesen durfte. Ne? Der kennt sich aus. Ne? Der ist im selben Club wie von Papen. Der ist im selben Club wie alle möglichen anderen Leute. Ja, der ist dann auch ein Ritter. Ne? Und hat dann also auch dann später sein Land, also in Anführungsstrichen sein Land, also Afrika, was jetzt im Augenblick ja auch ganz in den Schlagzeilen ist seit heute, hat er dann eben auch dann sofort wieder ins Commonwealth of Nations unter die Ägide offiziell zumindest von der Königin von Großbritannien gestellt. Ne? Wobei wir dann wieder beim Thema Großbritannien wären, wo ja der Papa von Kennedy Botschafter war und so weiter. Ne? So schließt sich der Kreis. Da ist das nicht schön, um eine Sendung Unglaublich, zu ne? beenden. Ach ja, wir sind immer noch nicht beim Interview angekommen. Ja, wir haben ja auch noch ein paar Ja. Minuten. Also, wir haben ein paar Minuten und es geht sich jetzt hier einfach um die Geschichte darum, dass also damals der Oberhaupt, der amerikanische Papst sozusagen, der Francis Cardinal Spellman gewesen ist. Das heißt, er hat seinen Titel schon direkt im Namen drin, damit man auch wirklich nicht vergisst, der ist jetzt was Besonderes. Der ist da Kardinal. Genau. Das ist bei allen Kardinälen so, ne? Ja, das ist schon interessant so. Ne? Man sagt ja auch nicht Helmut Bundeskanzler Kohl oder so, ne? Oder Angela Bundeskanzlerin Merkel oder wie auch immer. Ja, oder jetzt hier John Präsident Kennedy. Das sagt man ja so nicht. Ne? Also der Herr Papa Kennedy hat eine ganze Menge Spenden gegeben an verschiedene katholische Wohltätigkeits- und philanthropische Stiftungen. Wenn das jemand jetzt irgendwie jetzt so auf die aktuelle Situation, hat er genau recht. Ja, also der Francis Spellman hat dann wohl damals vor der Wahl hat er dann wohl in einem offenen Cabrio die 5. Avenue runtergebraust mit dem republikanischen Kandidaten, dem Vizepräsident Richard Nixon. Ja, schon interessant. Also Ach es so, geht. das ist dann das Alfred E. Smith Dinner on the Wheels auch so oder sowas. Ja, genau. Ne? Denn weil JFK eben der erste katholisch gewählte Präsident der Vereinigten Staaten war, und zwar einem hauchdünnen Vorsprung, ja,
hat es denn eben dann nicht bedeutet, dass dieser Vorbehalt oder diese antikatholische Bewegung, dieser Vorbehalt, diese Befürchtungen dann eben verschwunden wären, nachdem Al Smith also ganz, ganz schlimm verloren hat gegen Herbert Hoover im Jahre 1928. Das besagt dieses Video, Kennedy Special, JFK and the Pope, also John F. Kennedy und der Papst. Da muss ich nochmal eben zwischenkommen. Also, obwohl JFK bei einer sehr dünnen Marge gewonnen hat, heißt das nicht, dass der Antikatholizismus oder das antikatholische Sentiment in Amerika verschwunden wäre. Und ich wiederhole das deswegen mit aller Deutlichkeit, weil es eine Rede gibt von dem vormaligen amerikanischen Präsidenten Donald Duck oder Trump, heißt er, glaube ich, der genau das gesagt hat. Dass er gegen das antikatholische Sentiment vorgeht. Es kann nicht sein, dass Katholiken hier in Amerika schlecht geredet werden. Das hat Donald Trump gesagt. Sollte man sich mal anhören. Da sieht man, wie lange das schon geht. Immer, wir sprechen hier über einen Zeitpunkt von dick 60 Jahren, wo man eben dafür sorgt, dass Katholiken bitteschön nicht mehr irgendwie diskriminiert werden sollen. Wobei, wenn wir Herrscher des Bösen lesen und andere von mir gelesene Bücher, dass wir sehr gut verstehen, dass ein römischer Katholik seine erste Allianz, also seine Treue, einem fremden Herrscher schwört, nämlich dem Papst und nicht dem Herrscher des Landes, dem er eigentlich dienen soll. Und deswegen kann man natürlich in einem sogenannten freien Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika kein antikatholisches Sentiment, also keine antikatholische Stimmung, dulden. Und da muss gegen angegangen werden. Und das tun sie, wie man sieht, seit 60 Jahren. Ja, das hast du ja im Fall von Franz von Papen auch, ne? Der war dann Vizekanzler in Deutschland, gleichzeitig dann Malteserritter und auch noch Papst, Geheimkämmerer. Also da hast du mehrere Staatsbürgerschaften, wenn du so willst. Also es geht sich hier darum, dass es eben immer einen Vorbehalt gegen den katholischen Einfluss in Amerika oder beziehungsweise in den USA gegeben hat. Und das war eben damals dann auch zu den Zeiten 1928, also 30 Jahre ungefähr vor Kennedy, natürlich noch viel stärker der Fall vom Zweiten Weltkrieg. Und deswegen war es eben auch nur ein einziger Kandidat, ein katholischer Präsidentschaftskandidat vor Kennedy, der eben dann Al Smith hieß und der bis heute ein Dinner spendiert bekommt, einmal im Jahr. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, ne? Der Al Smith wurde eben dann nominiert als Präsident. Ja, und das hat er eben nicht geklappt. Das war viel zu früh, sozusagen, wenn man so will. Und es waren eben eine ganze Menge Gerüchte, dass Kennedy zwar irgendwie herrschen würde, aber dass Kennedy immer herrschen würde durch den Vatikan, den man jetzt hier sieht, den Petersplatz mit dem Obelisken, der natürlich da in einer wirklich christlichen Kirche nichts zu suchen hätte. Ne? Aber das ist eben hier auch, das sind auch so Spenden, ne? Die kommen dann aus Ägypten, aber nicht von Nasser. Ne? Das war viel früher hier. Ja, und dieser Moderator sagt uns jetzt hier, und dass es eben dann so ist, dass er wird, dass Kennedy ausgesagt hat, er wird also das Diktat des Papstes als Präsident eben nicht akzeptieren, sondern quasi seine eigene Kennedy-Politik machen. Wobei der Gag an der Geschichte ist ja, dass ich nicht weiß, ob die Amerikaner zu dem Zeitpunkt wussten, dass der Kennedy zusätzlich Knight of Columbus ist, wenn er denn schon irischer Katholik ist. Das ist ja eigentlich schon für die damalige Zeit schlimm genug. Aber naja, gut, weiß ich nicht. Also es gibt nicht nur eins, sondern halt mehrere Geschichten. Und zwar jetzt hier in Houston, genau in Texas, genau in dem Bundesstaat, wo er nachher umgebracht worden ist, wo er sagte, nee, 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 ich bin nicht der katholische Kandidat für das Präsidentschaftsamt. Das sagt er ganz ausdrücklich. Ja. Er sagt, naja, also ich war heute am Schrein und ich habe also heute das Alamo-Denkmal oder die Alamo-Stätte besucht, ne? Seite an Seite mit Bowie und Crockett. Ich denke, oh nein, nicht schon wieder. David Bowie. Ja? Also Bowie, diese Geschichte, ist ein Kriegsheld, der als Mörder eingegangen ist. Der hat nämlich ein spezielles Messer dabei gehabt, mit dem er unglaublich gut umgehen konnte. Also eine ganz tolle Geschichte. Und diese Stelle, Alamo, hat er besucht. Ne? Also ein Militärdenkmal, wenn man so will, hat er dann besucht.
Ne? Dieses Bowie-Messer hat dann übrigens auch eigentlich die Verwendung, um Dracula zu töten, durch den irischen Autor, wieder irisch. Ne? Guck, hier habe ich fast vergessen, auch wieder irisch, Bram Stoker. Also eigentlich Abraham Stoker, auch wiederum in einer englischen Geheimgesellschaft und Athenaeum Club und also im selben Club. Ich weiß gar nicht, wen ich das alles noch benennen will. Das war in dem Club, wo Winston Churchill und ach, hast du nicht gesehen. Also alle Leute treffen sich und alle Leute kennen sich und es ist ein großer Club und so weiter und so fort. Und es gibt noch jemanden, der dieses Messer unheimlich gerne benutzt hat. Der Mann heißt Sylvester Stallone in dem Film Rambo. Das ist nämlich das Rambo-Messer oder zumindest eins, was so ähnlich aussieht. Ich hoffe, dass es jetzt hier aus Aluminium verbiegt sich, dass man da nicht nur irgendwelche Menschen mit umbringen kann. Ne? Aber bei Rambo geht es ja nur um erstes Blut Teil 2, um drittes Blut und so weiter und so weiter und so weiter. Und auch am Freitag, den 13., ne? Nightmare on Elm Street, auch ein Bowie-Messer, ne? Elm Street, ne? Die Straße, wo John F. Kennedy umgekommen ist. Und Bowie ist auch der Namenspatron, der eben den David Bowie, eigentlich David Jones, dann eben den Namen David Bowie verliehen hat, weil er sagte, also das Bowie-Messer schneidet zu zwei Seiten. Ja, so viel mal zu David Bowie. So. Und er hat gesagt, nee, nee, ich spreche nicht für meine Kirche in öffentlichen Dingen und die Kirche hat eben dann nichts mit mir zu tun. Das ist jetzt nicht immer. Wir gehen in die Rede rein. Es sind jetzt nur Fetzen, damit ihr seht. Guck mal hier, das hat er wirklich gesagt. Und das ist diese Rede, die er da gehalten hat. Und jetzt guckt euch den mal an. Zu dem Zeitpunkt war der Mann ungefähr, Pi mal Daumen, 43 Jahre alt. Er kommt hier also schon Sunnyboy-mäßig rüber. Und ihr seht, der Friseur oder ne, wie auch immer, der Barbier hat also nicht von Sevilla, sondern von John F. Kennedy hat hier ganze Arbeit geleistet. Ne? Also ist also nichts mehr mit einem jugendhaften Look. Das sieht also alles erwachsen aus. Und wenn man ein bisschen gemein wäre, würde man sagen, das sieht nach drei Wettertaft aus. Auf jeden Fall irgendwie so eine Haarfestige oder so. Kann ja sein, weiß ich nicht. Ne? Er sagt, ich bin nicht der katholische Kandidat für die Präsidentschaft. Ich bin der Kandidat der Demokratischen Partei für die Präsidentschaft. Die Frage ist, ist das ein Unterschied? Ne? Ich meine, die römisch-katholische hat bis heute keine Partei in den USA, außer offiziell. Ne? Und er sagte, ohne Rücksichtnahme, wie auch immer, auf ausländische, wie auch immer, Außenseiter, Religionen und so weiter, irgendwelche Druck und so weiter von Diktat und so weiter. Nein, er will seine Politik, beziehungsweise er will politisch engagiert sein im Sinne der Demokratischen Partei in Amerika. Und hier haben sie ihn unglaublich gut Fragen gestellt. Er hat nämlich dann Fragen bekommen über den Einfluss der römisch-katholischen Kirche in den römisch-katholischen Ländern von, na, Lateinamerika, also Südamerika und Spanien und so weiter. Es ging hier um die Einstellung der Verfolgungen von protestantischen Missionen. Also Mission ist eigentlich immer jesuitisch, aber von protestantischen Gläubigen und so weiter und auf Gleichrechte auch für Protestanten. Und das ist hier wirklich ein sehr, sehr interessantes Interview, wo auch hier eine ganze Menge. Ja, eigentlich fast nur ausschließlich über Religion geht. Es geht sich ja kaum über Wirtschaftspolitik, es geht sich ja kaum über Außenpolitik oder sowas. Das beherrschende Thema bei dieser Sprache oder bei dieser Rede, seht ihr jetzt hier JFK 1960 Ansprache und so weiter, ist tatsächlich die Religiosität. Ja, ist ein Thema, was wir bei ARD, ZDF und so weiter nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt hier rauslesen können. Und hier gibt es eine ganze Menge Beschwerden bzw. eine ganze Menge Sorge, die die Menschen eben dann haben, die beispielsweise sagen, ja, aber sein Aufseher sozusagen, sein hierarchischer Übergestellter in Boston und so weiter, Kardinal Cushing und so weiter, die sind ihm als Katholiken ja alle übergestellt. Das heißt, er muss denen ja eigentlich gehorchen. Also ist er ja eigentlich gar nicht frei oder protestantisch, weil er protestiert ja nicht gegen den Papst, sondern er ist ja in dieser Hierarchie der römisch-katholischen Kirche drin. Und er hat jetzt darauf beispielsweise auf diese Frage geantwortet, das sehen wir ja später im Interview. Er sagt, nein, nein, ich habe also nicht vor, Kardinal Cushing oder den Vatikan zu fragen, wenn ich in irgendeine politische Diskussion oder irgendeine politische Entscheidung zu fällen habe. Also er sagt, er macht es alleine, er ist katholisch in seinem Glauben, aber er, wenn wir jetzt so wollen, macht das säkular, er macht das so, dass er Kirche und Staat trennt. So im Groben und Ganzen werdet ihr in der nächsten Folge sehen, würde ich sein Interview verstehen. Er muss ja in irgendeiner Art und Weise irgendetwas bringen, um die Menschen zu beruhigen. Nur, wenn man natürlich richtig im Glauben steht, dann merkt man natürlich dann auch wiederum die Hybris in seiner Antwort. Ne? Also er sagte, naja, also die Tradition des amerikanischen katholischen Weges ist eigentlich, die Amerika zu katholisieren.
lizieren, also die katholischen Glauben dahin zu bringen. Ne? Hier mit John Carroll ausgerechnet, da habe ich gedacht, ja, das ist genau der Einsatzpunkt für Jörg, ne? Weil er sagt, ja klar, ne? Also das Bischof John Carroll, klar. Naja, die Bibel sagt doch ganz klar, nicht an ihren Worten werdet ihr sie erkennen, sondern an ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und Genau. John F. Kennedy kann ja so viel sagen, dass er die vatikanische Agenda nicht folgen will, wie er will. Er hat Viet Dinh, den südkoreanischen Diktator, unterstützt. Komischerweise sind die beide im selben Monat zu Tode gekommen. Ja, das kommt da später auch ja? noch. Genau. Aber das kommt dann später noch. Genau, Ne? genau. Nur Es ich meine, also ja. wenn man dann anschaut, was der Viet Dinh sich bis 1963 da in Südvietnam, habe ich gerade Korea gesagt, Vietnam Vietnam, natürlich, ja. was der sich in Südvietnam geleistet hat, das geht auf keine Kuhhaut. Wenn man da mal die Dokumente von liest, wenn man unter anderem das Buch Vietnam, warum sind wir gegangen, von Avraham Manhattan liest, da rollen sich einem die Zehennägel hoch, wie der die Buddhisten und andere Gegner der römisch-katholischen Kirche verfolgt hat. Und das war mit Zustimmung und Unterstützung der amerikanischen Regierung, an dessen Spitze John F. Kennedy stand. Ja. Das ist das. Und also deswegen, an ihren Taten werdet ihr sie erkennen, nicht an ihren Worten. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr jetzt hier ihr einen Wahlkampf seht in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1960, Pi mal Daumen, also da, wo Adenauer dann noch irgendwo da dran war, ja, wo dann lamentiert wird über Katholizismus, Protestantismus, Judentum und so weiter, könnt ihr euch daran erinnern, können sich eure Eltern daran erinnern? Also da wird man relativ wenig finden. Die haben in dem Parlament die Religion ziemlich weit draußen gehalten. Und hier sehen wir an dem Wahlkampf 1960, das ist genau das Thema. Er sagt, nee, ich brauche nicht die Zustimmung des Vatikans und so weiter. Und ich habe auch jetzt hier nicht meine Antworten oder mein Statement. Also das lese ich jetzt auch nicht dem Vatikan vor und so weiter. Er sagt, nee, ich mache mein eigenes Ding. Wenn ihr mich gewählt und ihr habt mich gewählt, dann mache ich da mein eigenes Ding. Also er respektiert die kirchlichen Würdenträger, aber er sagt direkt zu Beginn seiner Präsidentschaft, sagt er, ich mache mein eigenes Ding. Die amerikanischen Wähler haben mich gewählt und nicht die Kirche und ich habe nicht die Agenda der Kirche. Ich glaube zwar an die katholische Kirche, aber ich habe nicht die Agenda da drin. Ich mache mein eigenes Ding. Ich trenne quasi Kirche und Staat. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Riesenproblem für den Herrn Kennedy, weil er akzeptiert ja nicht den Syllabus of Errors beispielsweise. Er akzeptiert ja gar nicht, dass der Papst sagt, nö. Also der Papst sagt ja eigentlich in seiner Bulle schon, dass er unrechtmäßig der Herrscher des Landes oder meinetwegen der freien Welt ist, weil ja eigentlich der Papst sich als solcher empfindet. Das heißt, wir sehen ja jetzt schon, meiner Meinung nach zumindest, einen Interessenkonflikt zwischen dem Vatikan und den Vereinigten Staaten oder genauer gesagt eben zwischen dem Papst und dem Präsidenten. Und deswegen sagt er, ich habe mein eigenes Urteil und so weiter. Wir werden ja in dieses Interview jetzt reingehen in der nächsten Folge, schaffen wir leider diesmal nicht mehr. Aber die Gegenposition, die stattgefunden hat hier und die eingenommen wird von kirchlichen Menschen, also Organisationen, Würdenträgern und so weiter, wir werden das dann sehen, wenn wir jetzt in dieses Interview reinkommen. Vielleicht kann ich eine Zeile noch zeigen, bevor wir gleich jetzt zum Schluss kommen. Dann sieht man wirklich, das sind Kirchenvertreter, die da fragen. In Deutschland undenkbar. Und da sagt er beispielsweise jetzt hier, er hier, ja, wir wären also sehr, sehr glücklich, um solch ein Statement vom Vatikan zu hören, das sie dann quasi bestätigt. Das ist eine sehr gute Antwort, finde ich zumindest. Ne? Also mit anderen Worten, wir würden sehr gerne hören, dass der Vatikan sagt, wir mischen uns nicht in die Politik ja, von Amerika genau, ein. Genau. Ja? Und er sagt jetzt hier, der John F. Kennedy sagt, ich glaube in Amerika, wo eben die Kirche und Staat getrennt ist. Und das ist genau die Geschichte. Dann glaubt ihr nämlich nicht den Papst mit dem Syllabus of Errors. Und dann glaubt ihr auch nicht, dass der Papst quasi das geistige Oberhaupt ist. Aber wie gesagt, er meint, er könnte also jetzt hier einen amerikanischen Staat übernehmen, der säkular wäre. Das meint er. Ja, und dann gibt es also hier noch Sachen dabei, also du schwörst einfach ein Eid und wenn du das dann eben nicht so meinst oder wenn das eben und so weiter. Also es wird hier eine ganze Menge reingebracht und ich kann dazu sagen... Geistige Vorbehalte, Michael. Ja, nein, der Punkt ist gar nicht der. Der Punkt ist der Mann war zu dem Zeitpunkt 43 Jahre alt. Was glaubt ihr? Der ist in so einem weißen Haus in Florida groß geworden, sollte schon seit dem, was weiß ich, 20. Lebensjahr oder sowas, mal überlegen, 27. Lebensjahr und so weiter, wo sein Bruder gestorben ist, sollte der Präsident werden. Der hat schon Jahre auf dem Puckel als Gouverneur und so weiter. Was glaubt ihr denn, dass der noch Zeit hätte, die Bibel zu lesen oder sich zum richtigen Glauben zu konvertieren oder was?
Der kann doch gar nicht in der Lage gewesen sein, ein politisches Amt auszuüben und gleichzeitig dann auch noch Bibelforschung oder irgendwas Ähnliches zu machen. Das geht doch gar nicht. Ein Katholik liest ja auch nicht die Bibel, Michael. Ein Katholik liest den Katechismus. Guck mal, das war damals schon so, dass sie bei dieser Versammlung vorne gebetet haben. Ja? Könnt ihr euch das vorstellen, dass jetzt der Deutsche Bundestag, könnt ihr euch nicht, ne? Wir reden jetzt hier über 1960. Ihr wisst ja, von der, glaube ich, letzten Folge war das, dass das Rezitieren von Bibelversen, glaube ich, 62 oder 63 dann da, oder 63 und 64, dann da halt 1963 aufgehört hat. Wurde ja, das Gebet genau, verboten, ja. Genau. So, und jetzt seht ihr hier beispielsweise bei dieser Versammlung, es dreht sich hier um Religiosität. Ich meine, also deutlicher kann ich das nicht zeigen. Ja? Deutlicher kann man das nicht zeigen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus beten wir Amen. Ja, das ist die Rede von John Fitzgerald Kennedy über seine Religion. Hier ist ein Transkript auf npr.org, Templates. Und das habe ich mir genommen und habe das jetzt eben dann übersetzen lassen, automatisch. Es kommt später noch eine andere Geschichte, die auf die Jörg wartet, die unsere Schwester Miss Marple übersetzt hat. Aber das ist jetzt erstmal, was gleich kommt, ist eben dann dieses Interview, was wir in der nächsten Folge zeigen. Es geht hier, wie man sieht, um den Katholizismus von Herrn Kennedy. Ne? Er sagt, weil ich Katholik bin und kein Katholik ist jemals gewählter Präsident gewesen. Und deswegen gibt es da eine ganze Menge Fragen und eine ganze Menge Zweifel. Das, wie gesagt, jetzt hier die englische Version und auf das, was ihr euch da jetzt freuen oder wie auch immer könnt für die nächste Folge, zeige ich euch jetzt noch ganz kurz, in einem ganz kurzen Abriss, bevor der Jörg übernimmt. Auf der Seite AmericanRhetoric.com Speeches, JFK Houston und so weiter, Question and Answers, also Fragen und Antworten, Greater Houston Ministerial Association, 12.09.1960 im Rice Hotel in Houston, wiederum in Texas, ne? Nochmal, Texas, ne? Habe ich ganz groß rausgestrichen, Texas, nicht vergessen, ne? So, und das machen wir in der nächsten Folge. Da werden wir jetzt hier ein Frage- und Antwortspiel machen. Das heißt, der Jörg und ich können uns da jetzt hier abwechseln. Der eine liest vor, der andere beantwortet. Und dann können wir halt sehen, dass die Fragen, die dann kommen, wo der Kennedy dann eben, ja, wenn wir so wollen, jetzt im Kreuzfeuer steht und so weiter, die kommen jetzt hier von Pastoren. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, es käme irgendwie im Deutschen Bundestag oder wie auch immer, käme da jetzt plötzlich jetzt irgendein evangelischer Pastor und würde jetzt der Frau Merkel Fragen stellen? Ja. 1960, es war früher nicht alles schlechter. Definitiv. Wir sehen, es hat so ein Gewicht, dass Kennedy Katholik war und das ist auch eine Geschichte, weswegen ich in Kennedy reingegangen bin, weil der Punkt in Deutschland völlig unterm Radar fliegt. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und gebe ab an den Jörg. Freue mich auf die nächste Sendung und Gott schütze euch. Naja, im Grunde ist ja dieses Interview anscheinend mehr oder weniger genau das, was ich meinte, dass er aus Washington wohnte, kam nach Texas und dort die Leute um ihre Unterstützung gebeten hat. Das ging natürlich zeitgleich mit diesem Interview. Dieses Interview war eine Sache. Und seine Besuche und seine privaten Treffen, die er dann noch mit verschiedenen protestantischen Führern hatte, das ist dann eine andere Sache. Aber das ist verbrieft, das ist historisch festgehalten, meine ich. Ich kann euch jetzt aus dem Gedächtnis nicht genau sagen, wo das ist, aber das ist es so, sonst hätte Tom mir das nicht so eingedrammt damals. Das muss man wissen. Und ich finde auch, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir eine Sache hier gelernt haben, sicher jetzt in der letzten halben Stunde, ist es, dass Politik und Religion so miteinander verstrickt sind, dass die beiden voneinander nicht zu trennen sind. Selbst mit einem Bowie-Messer nicht, das ja sehr gut von zwei Seiten schneidet, wie Michael nochmal kurz aufgeführt hat. Und da wollte ich eigentlich einwerfen, ja, aber die Bibel, das Wort Gottes, ist ein zweischneidiges Schwert und das spaltet sogar Haare. Das schafft selbst ein Bowie-Messer nicht. Also, wenn wir über ein zweischneidiges Schwert oder Messer sprechen, dann spreche ich lieber über das Wort Gottes als über irgendetwas Menschliches und schon gar nicht irgendwas, was gebraucht wurde, um verschiedene Menschen zu ermorden. Aber das ist genau etwas, wofür die Politik auch gebraucht wird. In der Politik werden die Menschen ermordet, die Religion nicht mehr auf dieser Welt sehen will. Und deswegen sind die beiden unzertrennlich, Politik und Religion. Und deswegen sind das zwei Themen in der Kneipe, wenn man darüber spricht, Politik und Religion, das ist Tabu.
Man spricht nicht über das eine, man spricht nicht über das andere, man spricht schon gar nicht über beide zusammen. Stattdessen spricht man über Fußball, über Squid-Spiele oder sonstige Unbelang jetzt komme ich hier mit meinem Flämisch in unwichtige Dinge. Da darf der Mensch sich mit beschäftigen, dass er ja nicht über die wirklich wichtigen Dinge nachdenkt. Und diese Geschichtsstunde oder ja fast schon bald 2 Stunden, die wir hier in dieser Sendung gegeben haben, ist an Wichtigkeit nicht zu unterschätzen. Schaut, ich habe einigen Leuten hier in Belgien auch schon gesagt, ihr müsst ja gar nicht die Bibel glauben. Ihr müsst ja gar nicht mal religiös sein. Ein bisschen so in dem Tonart, in der Tonart von Bill Cooper, wo ihr meinen berühmten Satz kennt. Ich sage, ihr müsst doch nur mit offenen Augen euch die Politik und die Religion angucken. Und dann seht ihr doch die Verstrickung. Ich meine, Michael hat hier keine geheimen Dokumente ausgekramt, wo drin steht, dass der Kennedy ein Kolumbusritter war oder andere Verbindungen hatte oder die anderen Menschen, die irgendwelche katholischen Ritterorden zugehörig waren. Das steht teilweise in Wikipedia drin, in ganz offen zugänglichen Dokumenten. Wenn man Augen hat zum Sehen und Ohren hat zum Hören, dann brauche ich selbst noch nicht mal die Bibel, die mir das alles ja nur bestätigt. Dann kann ich das selbst so in der Welt sehen. Das Problem ist, die Leute wollen es nicht sehen. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht unter Augen sehen. Die interessieren sich nicht für Religion, das ist der Die, Punkt. na, das ist es ja, das ist es ja. Und sie interessieren sich auch nicht so gesagt für Politik. Lass mich in Ruhe. Ich gehe alle 4 Jahre mein Kreuz machen und damit hat sich das. Und in der Zwischenzeit höre ich da drauf, was die von der Regierung mir sagen. Und wenn ich meine Wohnung nicht mehr verlassen darf, wenn ich mehr arbeiten gehen darf, wenn ich mehr ins Kino gehen darf, wenn ich mehr ins Restaurant gehen darf, dann ist das eben so. Ich zweifle das alles nicht an. Und diese Zweifel, die wollen wir sehen. Und diese Zweifel wollen wir nähren mit dem Wort Gottes, mit der Bibel. Und deswegen bleibt es dabei. Da kann man noch so viel Wikipedia und geheime Bibliothek von John F. Kennedy lesen und alles drum und dran. Es bleibt dabei. Die Bibel ist das einzig wahre, bewahrte Wort Gottes. Und das ist das Einzige, was zählt. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, das die Wahrheit von der Lüge perfekt trennt. Und entweder entscheidet ihr euch für die Wahrheit oder ihr entscheidet euch für die Lüge. Ich, für meinen Fall, ich möchte lieber von der Wahrheit eine Backpfeife rechts und links kriegen, als von der Lüge zu Tode gestreichelt werden. Lest eure Bibel. Maranatha.